Herr Budig hat aber eine Historie hier in Karlsruhe, ist nicht zum ersten Mal da. Wie schon angeklungen ist, er ist einer der ersten Diplom-Informatiker auch hier, die die Universität Karlsruhe hervorgebracht hat und hat 1972 seine Diplomurkunde erhalten und wurde 1975 ebenfalls in Karlsruhe als Dr. Renat promoviert. Er ging dann nach Gießen und von dort nach Erlangen-Nürnberg und wurde dort 1987 C4-Professor, wurde dann 1987 C4-Professor an der TU München, war dort langjährig Vizepräsident von 1999 bis 2008 und seit 2007 ist er Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und seit 2008 der Vorsitzende Direktor des Leibniz Supercomputing Zentrums, kurz LRZ. Herr Bode, wir freuen uns, dass Sie uns einen Festvortrag angeboten haben und auch geben werden. Und ich möchte Ihnen jetzt das Wort geben. Sehr geehrter Herr Dekan Beigel, hohe Festversammlung. Besonders freue ich mich, dass ich unter den Anwesenden hier so viele meiner akademischen Lehrer aus der Karlsruher Zeit, aus meiner Karlsruher Studienzeit wieder sehe. Und stellvertretend möchte ich meinen Doktorvater, Herrn Kollegen Alfred Schmidt und seine Frau besonders begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie alle so gesund hier wieder sehe. 40 Jahre Fakultät für Informatik am KIT, eine weltweit renommierte Spitzenfakultät, feiert ihren Geburtstag und kann auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurückblicken. Ich überbringe die Gratulation der Technischen Universität München von ihrem Präsident Wolfgang Herrmann, speziell aber natürlich von der Fakultät für Informatik und ihrem Dekan Kollegen Kretschmer. Die Fakultät für Informatik der TU München misst sich ja immer wieder gerne mit dem Geburtstagskind. Und ich überbringe natürlich auch die Glückwünsche der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die mit ihren über 250 Jahren die ehrwürdige Mutter des Leibniz-Rechenzentrums ist, das in diesem Jahr ja auch bereits seinen 50. Geburtstag feiern durfte. Ich bin aber besonders stolz darauf, dass ich als Alumnus der Karlsruher Informatik meiner Alma Mater hier gratulieren darf und mein Diplomzeugnis im Übrigen noch mit der Unterschrift Fakultät für Mathematik hier erhalten habe und auf der Promotionsurkunde dann eben schon Fakultät für Informatik steht. Und schließlich, ich bin auch stolz darauf, dass knapp 5% der aktuellen Kollegen der Informatik bei mir promoviert haben, nämlich die Kollegen Stamatakis und Karl. Ich danke also für die Einladung zum Festvortrag, in dem ich aufzeigen möchte, dass Informatik ein Querschnittsfach für alle modernen Wissenschaften ist. Prototypisch zeige ich das an meinem Arbeitsgebiet, nämlich dem wissenschaftlichen Höchstleistungsrechnen. In das wissenschaftliche Höchstleistungsrechnen, damit es richtig funktioniert, müssen alle Erkenntnisse der Kerninformatik einfließen, aber die Höchstleistungsrechner bedienen dann natürlich die Anwendungswissenschaften. Und insofern sehe ich ganz klar die Analogie zu den beiden präsentierten Arbeitsgebieten Anthropomatik und Communication, wo eben auch die Informatik in die verschiedenen Anwendungen hineinwächst und vielleicht auch spezifisch für jede Anwendung weit hinein in die Anwendung wächst. Manchmal die Anwendung selbst mitgestaltet, manchmal mehr eine Schnittstelle am Rand der Informatik besitzt. Das Luftbild zeigt im Vordergrund die 5 Teilgebäude des Leibniz-Rechenzentrums, insbesondere diesen großen Bereich, der das Dark Center ausmacht, in dem die Rechner zurzeit eben auch der SuperMOOC steht. Das Leibniz-Rechenzentrum ist gegründet worden als der IT-Dienstleister für die Münchner Hochschulen. Hat sich durch die Rezentralisierung, die sich in der Informatik allgemein ergeben hat, natürlich von dieser rein lokalen Rolle, in der sie heute mit knapp 200 Mitarbeitern etwa 150.000 Kunden im Münchner Großraum bedient, entwickelt zu einem Dienstleister, der eben zum Beispiel im Bereich Archivierung, aber speziell eben auch im Supercomputing nationale und internationale Bedürfnisse
abdeckt. Der prominenteste Dienst des Leibniz-Rechenzentrums ist das wissenschaftliche Höchstleistungsrechnen, deswegen auch heute mein Vortrag zu diesem Thema. Auf der 39. Ausgabe der sogenannten Top 500-Liste, die zweimal im Jahr die 500 leistungsfähigsten Rechnersysteme der Welt beschreibt, wurde dieser Rechner, der hier in einer Simulation, die im Übrigen auf dem Rechner selbst generiert worden ist, dargestellt wird, präsentiert, und zwar im Juni diesen Jahres als der leistungsfähigste Rechner in Europa und der viertleistungsfähigste Rechner der Welt. Die Besonderheit dieses Rechners ist, dass dieser Rechner aufgebaut ist aus Standardbausteinen und die enorme Rechenleistung nicht durch Akzeleratoren erbringt, sondern eben durch Standard x86-Prozessoren und deshalb für eine große Anzahl von Anwendungen nutzbar ist. Zum anderen aber auch dadurch, dass bei der Konstruktion dieses Rechners auf extreme Energieeffizienz Rücksicht genommen worden ist. Und aus diesem Grunde wurde hier erstmalig von IBM eine Technologie eingesetzt, die auf direkte Flüssigkeitskühlung und Warmwasserkühlung zurückgreift. Ich möchte nochmal aufzeichnen, warum das Höchstleistungsrechnen innerhalb der Informatik so einen Querschnittscharakter hat. Nun, zum einen sind die Spitzensysteme natürlich durch eine ganz besondere Rechner- und Systemarchitektur ausgezeichnet, die eben diese Leistung überhaupt erbringen kann. Wir müssen leistungsfähige, aber dennoch kleine Betriebssysteme auf den einzelnen Knoten haben. Wir benötigen Programmiersprachen und Programmiermodelle und Werkzeuge für eine Skalierung, die in unserem Fall nun 160.000 Rechenkerne adäquat aus einer Anwendung heraus bedienen kann. Es ist eine Vernetzung notwendig, da die Rechner natürlich von außen bedient werden, aber auch eine komplizierte Binnenstruktur haben. Die Daten, die dort produziert werden und die verarbeitet werden, benötigen massiv Archivierungsfähigkeiten. Die Ergebnisse müssen visualisiert werden, weil sonst das Verständnis für die Ergebnisse kaum möglich ist. Und wir brauchen natürlich, um die Rechner vernünftig zu betreiben, die jeweils besten Algorithmen. Denn die beste Möglichkeit, Strom zu sparen beim Betrieb der Rechner, ist es, einen möglichst effizienten Algorithmus einzusetzen. Und dann kommt die ganze Frage, wie betreibt man diese Rechner? Wir sind hier heute bei Rechnern, die im Bereich zwischen 3 und 10 Megawatt benötigen für ihren Betrieb. Das Leibniz-Rechenzentrum wird in diesem Jahr eine Stromrechnung in der Größenordnung von etwa 8 Millionen Euro haben. Und da kommt es sehr wohl darauf an, ob die Kühlung des Systems zusätzliche 10% oder wie bei vielen amerikanischen Rechensystemen noch 100% zusätzlich benötigt. Das betrifft dann aber auch das Thema Gebäudetechnik. Denn eine effiziente Kühlung muss natürlich sehr fein gesteuert und geregelt werden. Also sind wir hier bereits wieder in der Gebäudetechnik und in den eingebetteten Systemen. Und schließlich, die Nachfrage nach der Nutzung der Systeme kommt praktisch aus allen Wissenschaftsbereichen, von der Medizin angefangen und mit den Ingenieurwissenschaften aufgehört. Hier kommen wir also zum Thema Rechnerarchitektur. Das ist das grobe Schaltbild des Systems. Es ist im Kern durch eine zweistufige Verbindungsstruktur auf Basis von InfiniBand in der Variante FDR10 gekennzeichnet, die jeweils knapp 20.000 Prozessorkerne mit einer vollständigen Verbindung verbindet und in einer zweiten Stufe etwa 20 Inseln solcher Systeme miteinander mit einem Verbindungsgrad reduziert auf 4:1 ebenfalls weiter verbindet. Ich hatte schon erwähnt, dass wir die Verbindung natürlich auch zu den Arbeitsbereichen mit Hintergrundspeicher und Archivspeicher benötigen. An dieser Verbindungsstruktur hängen eben dann auch die Archivspeicher, wobei hier im Archivspeicherbereich 30 Petabyte genannt werden. Wir sind derzeit dabei, auch diesen Bereich auf 120 Petabyte auszubauen. Die Prozessoren selbst sind in zwei Ausbaustufen entstanden. Der Übergang vom letzten
Intel-System, einer SGI-Anlage mit knapp 10.000 Prozessoren auf Basis von Itanium, mit Dual-Core-Systemen, wurde sozusagen durch ein Migrationssystem mit Westmir-EX-Bausteinen mit je 10 Cores pro Prozessor ersetzt. Dieses System ist zugleich ein System, was pro Core 6,4 Gigabyte Hauptspeicher aufweist und deshalb einen Ansatz bietet, wo Programme auch mit sehr großem Speicherplatzbedarf für Einzelprozessoren betrieben werden können. Das wird ergänzt durch 18 weitere Inseln, bei denen jeder Knoten nur noch über 2 Gigabyte Speicher verfügt, sodass also insgesamt etwa 160.000 Knoten zur Verfügung stehen. Die meisten Prozessoren sind jetzt auf Basis von Sandy Bridge EP aufgebaut. Das sind wiederum Prozessoren mit 8 Kernen pro Chip und der Knoten mit 2 Prozessoren hat dann also 16 solcher Kerne. Dieses Bild des etwa 500 Quadratmeter großen Rechnerraums derzeit zeigt diesen Raum kurz vor der Aufstellung der REX, etwa am 15. Januar diesen Jahres. Im Hintergrund sehen Sie diese große dunkle Wand. Das ist letztendlich ein großer Wärmetauscher, der die Flüssigkeit, die direkt die Chips kühlt, eine, wir sagen die IBM-Flüssigkeit, umwandelt in eine einfachere Flüssigkeit, die LAZ-Flüssigkeit, die dann benutzt wird, um zum Teil unser Gebäude zu beheizen, zum Teil aber eben auch durch Rückkühlwerke auf dem Dach ganz einfach heruntergekühlt wird. Man sieht diese Schlauchverbindungen, die sozusagen für jedes Rack die Kühlmittelversorgung aus dem 2 Meter hohen Unterboden liefert. Die Besonderheit des SuperMOOC ist eben, dass er die große Rechenleistung bezieht aus einem Allzweck-Programmiermodell auf Basis x86, was für einfache Portierung, große Anwendungen und zukunftssichere Zielarchitektur darstellt. Heute ist der SuperMOOC der energieeffizienteste Supercomputer auf Basis des x86. Das liegt einmal an der Gebäudeinfrastruktur, von der ich gleich nachher noch ein paar Fotos zeige. Es liegt aber daran, dass diese Infrastruktur eben eine direkte Flüssigkeitskühlung bietet. Diese direkte Flüssigkeitskühlung ist als Ergebnis eines Co-Design des etwa 9-monatigen wettbewerblichen Dialogs zu sehen, in dem anfangs 8 Hersteller konkurrierten und wo am Ende eben dann IBM den Auftrag für die Erstellung bekommen hat. In diesen 9 Monaten sind die Details der Architektur gemeinsam mit den aus den Anforderungen der Anwender abgeleiteten Eigenschaften des Systems definiert worden. Und IBM hat uns dann eben das System, so wie es heute ist, realisiert und vertreibt dieses System jetzt natürlich auch an andere Kunden. Das Leibniz-Rechenzentrum hat eine mehr als 20-jährige Geschichte im Supercomputing und da sind wir wieder bei der Rechnerarchitektur, denn in diesen 20 Jahren hat sich die Rechenleistung und die Speicherkapazität des Hauptspeichers exponentiell entwickelt, also etwa verzehnfacht alle 4 Jahre, verdoppelt alle 14 Monate, also etwas kürzer noch als das Gesetz von Moore mit den 18 Monaten sagt. Und Sie finden hier die unterschiedlichsten Rechnerarchitekturen, also von Vektorrechnern zu Multivektorrechnern, zu Clusterrechnern, Cache-Only-Maschinen, Ensembles, dann die ersten Cluster und schließlich jetzt eben ein mehrstufiges Cluster, sodass also tatsächlich ein Zoo an Maschinen da war. Sie sehen, die Entwicklung der Rechenleistung und der Kapazität ist nicht ganz eine Treppenkurve über die jeweiligen Standzeiten der Hauptsysteme von 5 Jahren. Das liegt daran, dass man die Systeme in der Regel nach 2 Jahren noch erweitert und ausbaut, sodass also die Treppe so leicht schief ist. Voraussetzung für den effizienten Betrieb
ist die Energieeffizienz. Zu diesem Zweck wurde speziell ein Gebäude erstellt, das in der Lage ist, den sogenannten PUE, also das Verhältnis von Gesamtstrombedarf der gesamten Infrastruktur zum Strombedarf des Rechnersystems auf etwa 1,1 im Bereich unseres Supercomputers bringt. Das war das vorgegebene Ziel und das ist in diesem Gebäude realisiert worden, wo nun zusammengebracht wird die vier Bereiche, die zum energieeffizienten Supercomputing notwendig sind. Einmal eben die energieeffiziente Infrastruktur, die also zum Beispiel darin bestehen, dass man versucht, Stromleitungen möglichst kurz zu machen, um die Verluste schon beim Transport zu reduzieren, um die Kühlungsinfrastruktur möglichst effizient zu machen und um möglicherweise auch die Abwärme wieder rückzunutzen. Leider ist es in unserem Fall so, dass wir neben der Kühlungsinfrastruktur auf Basis von Warmwasser auch die klassische Flüssigkeitsinfrastruktur mit Kaltwasser benötigen und schließlich auch noch die Kühlung durch kalte Luft, sodass wir im Grunde zunächst mal drei grundsätzliche Kühlungsinfrastrukturen betreiben, die sich bezüglich ihrer Effizienz dramatisch unterscheiden. Es gilt aber darum, die verschiedenen Rechnersysteme, die das Leibniz-Rechenzentrum betreibt, in einem vernünftigen Verbund zusammenzubringen. Wir sehen das nachher noch mal kurz an einem Schaubild. Dann muss man natürlich auf der Seite des Rechners energieeffizienteste Rechnerbausteine verwenden. Zurzeit bedeutet das ganz klar, man muss einfach die neuesten Bausteine verwenden, denn die Chiphersteller sind selbst ganz stark daran interessiert, hier immer wieder neueste Technologien einzuführen. Und dort, wo es möglich ist, kann man natürlich durch Spezialhardware, also durch Akzeleratoren, am energieeffizientesten arbeiten. In unserem Fall, wo wir eine Maschine betreiben, die pro Jahr etwa 100 verschiedene Anwendungen sieht, in denen Tausende von Personenjahren für die Entwicklung stecken, verbietet sich sowas. Man kann hier nicht mit Grafikprozessoren arbeiten. Deswegen benötigen wir eben eine Maschine, die auf Allzweckprozessorenbasis aufgebaut ist. Die Eigenschaften, die die Prozessoren heute anbieten bezüglich Stromsparmöglichkeiten, müssen dann aber auch durch eine energiebewusste Softwareumgebung genutzt werden. Und das ist jetzt etwas, wo die Software Schwierigkeiten hat, mit der Geschwindigkeit der Entwicklung in der Hardware Schritt zu halten. Und deswegen ist das ein Arbeitsgebiet, was wir ganz eng in Verschränkung zwischen der Fakultät für Informatik, die im Nachbargebäude arbeitet, und eben dem Leibniz-Rechenzentrum bearbeiten. Also Werkzeuge zur Überwachung und Optimierung des Stromverbrauchs des Rechners selbst, aber auch der gesamten Gebäudeinfrastruktur. Dann Energy-Aware Hard- und Softwarewerkzeuge zur Nutzung der Energiesparmodi des Zielsystems. Also beispielsweise können Sie bei dem Sandy Bridge-Prozessor heute, wenn Sie ihn schlafend legen, die Nutzung den Strombedarf auf etwa 10% reduzieren, was bei Prozessoren vor 5 Jahren noch nicht der Fall war. Und schließlich muss natürlich auch die Anwendungssoftware entsprechend überwacht und optimiert werden. Und schließlich, das hatte ich vorhin schon gesagt, das liegt dem Informatiker natürlich besonders nahe, der Informatiker sollte die effizientesten Algorithmen nutzen, denn die sind am energiesparsamsten. Die folgenden Folien habe ich mir von den Kollegen von IBM geborgt. Die zeigen nämlich, wie die deutschen IBM-Kollegen ihre Kollegen in den USA davon überzeugen konnten, dass es eine vernünftige Idee ist, einen besonders energieeffizienten Supercomputer zu bauen. Natürlich ist die Motivation, Strom zu sparen in den USA, wo bei vergleichbaren Rechenzentren der Strompreis nur ungefähr ein Zehntel von dem ausmacht, was wir in München bezahlen, nicht so groß. Trotzdem kann man heute sehen, dass der erste Kunde, der bei IBM nach dem Leibniz-Rechenzentrum die IBM-Entwicklung wieder nutzen wollte,
das Department of Energy in den USA war. So, und Sie sehen daran, in der linken Tabelle, die jetzt schon ein bisschen veraltet ist aus dem Jahr 2009, die Entwicklung der Kosten für den Strom, für den Betrieb von Servern und die Anschaffungskosten von Servern. Und Sie sehen, dass da die Kosten für den Betrieb sehr in die Nähe der Anschaffungskosten jährlich gerechnet kommen. Wenn man jetzt den deutschen Strompreis hier einsetzt, dann würde man ganz klar sehen, dass inzwischen die Kosten für den Strom die jährlichen Kosten für die Investition eines Systems bei Weitem übersteigen. Und das hat dann eben zum Effekt, dass auch Big Blue inzwischen grün wird. Hier sehen Sie noch eine Originalfolie auch von IBM, die zeigt, dass die Berechnung für klassische Rechenzentren so aussieht, dass 53% des Stroms benötigt werden, um die Infrastruktur zu treiben und nur 47% für das Rechenzentrum. Ich habe Ihnen auch schon gesagt, der Wert bei uns ist jetzt 90-10, also 90% für den Rechner, 10% für die Infrastruktur. Und das liegt daran, dass wir als Kühlung eben nicht die Luft, sondern Flüssigkeit verwenden und Flüssigkeit ist nun mal der bessere Leiter und die Flüssigkeit verwenden wir nicht wie bei klassischer Technologie durch zirkulierte Luft, die am Rand des Gehäuses gekühlt wird, sondern dadurch, dass wir die Flüssigkeit direkt über die wärmsten Chips auf dem Rechner transportieren und damit die Wärme direkt ohne weitere Luftzirkulation und vor allem ohne sehr viel stromfressende Ventilatoren betreiben können. Das führt dann dazu, dass unser Rechner von vorne und von hinten ganz unterschiedlich aussieht. Das rechts ist die Rückseite, wo man die Ein- und Ausgänge für die Flüssigkeitskühlung sieht. Das linke ist die Frontseite. An der Frontseite ist die Verbindung eben zum InfiniBand zu der Verbindungsstruktur des Gesamtsystems Binnen- und Externverbindung. Das ist jetzt ein aktuelles Foto der Rückseite der Maschine in einem warmen Gang. Das Wasser tritt hier mit etwa 45 Grad ein und hat beim Austrieb, Ausgang etwa 60 Grad, sodass wir also tatsächlich hier warme Gänge an den Rückseiten der Rechner haben. Das Ganze ist eingebettet in eine Infrastruktur unseres Dark Centers, die streng die Stockwerke nach Funktionen trennt. So ist im Untergeschoss alles, was mit Energieversorgung zu tun hat, untergebracht. Im Erdgeschoss Kühlung und Klimatisierung. Dann kommen drei funktionale Stockwerke, nämlich die Speicherung, darüber dann die allgemeinen Server. Wir betreiben ja etwa 2000 verschiedene Server für unsere Kunden an den Münchner Universitäten. Und schließlich im obersten Stockwerk steht dann der Supercomputer. Diese Systeme benötigen heute noch die vorhin schon drei angesprochenen unterschiedlichen Kühlkreisläufe, also Warmwasser, Kaltwasser und Luft, die wir versuchen, so weit wie möglich miteinander zu vernetzen. Wir versuchen sogar, über Adsorptionsmaschinen aus warmem Wasser wieder Kaltwasser zu generieren. Das ist heute ganz klar noch nichts, was man kostengünstig betreiben kann, aber es ist ein Versuch wert und wir werden das fortsetzen. Die folgenden Bilder zeigen jetzt die Komplexität einer Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur. Hier zunächst im Doppelboden unmittelbar unter dem Rechner. Der Rechner hat auch durch den Energiesparmodus unter anderem bedingt natürlich nicht mehr einen konstanten Kühlmittelbedarf, weswegen es notwendig ist, in größerem Umfang auch Kühlmittel vorzuhalten. Das heißt, es gibt eine größere Anzahl von Tanks und Weichen, wie man eben bei größeren Temperaturen den Rechner schneller mit Flüssigkeit versorgt. Das ist auf das Klimastockwerk, die Spange im Superrechnerbereich und das Dach verteilt und bedarf wiederum einer intensiven Steuerung, die wir heute versuchen, gemeinsam mit den Herstellern der verschiedenen Teile gemeinsam weiter zu optimieren, um den Stromverbrauch insgesamt noch zu reduzieren. Ein großer Vorteil der Warmwasserkühlung ist der, dass man ein 60-gradiges Wasser auch im Sommer in München auf 40 Grad
frei kühlen kann. Das heißt, von einem ökologischen Standpunkt vielleicht nicht so schön, wir geben die Wärme einfach an die Natur ab, aber vom Stromverbrauch, von der Stromrechnung her natürlich ideal, es kostet nämlich nichts. Trotzdem ist natürlich unser Anspruch, dass wir künftig die Wärme in größerem Maße rücknutzen, als wir das jetzt tun, insbesondere zum Beispiel, um die Gebäude auf dem Campus im Garching zu heizen oder im Sommer auch zu kühlen. Die zweite große Säule bezüglich der Energieeffizienz war die Säule, die sich befasst mit den guten Algorithmen. Wir haben einmal versucht, in den letzten Jahren nach den verschiedenen Fachgebieten aufzutragen, wie bei ein und derselben Rechnerarchitektur die verschiedenen Anwendungsprogramme Leistung aus der angebotenen Architektur ziehen. Und Sie sehen, es gibt riesige Unterschiede bezüglich der Leistung. Die beziehen sich alle so auf einen Bereich zwischen etwa 2% und maximal 15% der Nutzung der theoretischen Maximalleistung der Architektur. Also hier ist noch genug für die Informatik zu tun, um neue Architekturen und skalierbare Lösungen zu programmieren. Von der Prozessortechnologie habe ich schon erwähnt, dass der aktuelle Prozessor Sandy Bridge EP sparsame Betriebsmodi anbietet. Er kennt unterschiedliche Systemzustände, aktiv, schlafend und weitere, die sich mit der Stromaufnahme ganz wesentlich unterscheiden. Es ist aber auch möglich, softwaremäßig die Taktfrequenz einzustellen, sodass wir auf unserem System ein Werkzeug betreiben, das bei der erstmaligen Ausführung eines Anwendungsprogramms die Charakteristika des Programms misst und daraus einen optimalen Taktfrequenzbetrieb ableitet, sodass beim nächsten Aufruf des Programms der Prozessor entsprechend getaktet wird. Denn die Leistungsaufnahme ist ja unmittelbar proportional zur Taktfrequenz. Und natürlich, man weiß ja, dass viele Anwendungen nicht Rechenzeit beschränkt sind, sondern Speicher beschränkt, Ein-Ausgabe beschränkt oder intern kommunikationsbeschränkt. Darüber hinaus kann man bei den modernen Prozessoren auch feststellen, dass deren Verbrauch hochgradig abhängig ist, nicht nur vom Takt, sondern auch von der Spannung und von der Temperatur, zu der sie betrieben werden. Auch das sind Dinge, die wir in unseren Werkzeugen mit berücksichtigen wollen. Allerdings muss man sehen, die Marktreife dieser Prozessoren mit Sparmodi hat zunächst mal eine große Euphorie bezüglich den Sparmöglichkeiten geliefert. Diese Euphorie ist inzwischen in eine Skepsis übergegangen und tatsächlich werden heute wieder großflächigere Werkzeuge angesehen, die versuchen sollen, Anwendungen an und für sich in Teile einzuteilen, die die Prozessoren dann besser nutzen. Um zu belegen, wie stark die Nutzungsart, die Leistungsaufnahme der Gesamtanlage betrifft, sehen Sie hier die Aufzeichnung der des Strombedarfs für den Betrieb unseres Rechners während der Messung des LINPACs, der also zur Kategorisierung in den Top 500 geführt hat. Und man sieht, es gibt hier am Anfang einen Bereich, wo die Maschine so etwa 1 Megawatt benötigt und im Turbo-Modus benötigt sie so knapp 4 Megawatt. Das heißt, es gibt also einen ganz wesentlichen Unterschied, was der Prozessor tut, bezüglich dem, wie viel er verbraucht, und es lohnt sich hier zu messen. Die verschiedenen Kurven, die zeigen nur, dass je nachdem, was man misst, natürlich auch ganz unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Es gibt ja auch die Top 500 der energieeffizientesten Systeme. Da ist oftmals an den unteren Kurven gemessen, die eigentlich nur im System selbst messen, wie viel Strom verbraucht wird, obwohl das vernünftige Maß ja die Gesamtinfrastrukturmessung wäre, also die Berücksichtigung auch der Kühlungsinfrastruktur und der weiteren Gebäudeinfrastruktur. Wir machen uns stark dafür, dass wir die Energieeffizienz eben eher mit den oberen Kurven misst.
Für die Infrastruktur haben wir in diesem Jahr auch den Deutschen Rechenzentrumspreis erhalten und arbeiten hier ganz eng zusammen mit den verschiedensten Kooperationspartnern, einmal im Großraum München, aber natürlich auch insbesondere in Europa, in dem Zusammenschluss PRACE, Partnership for Advanced Computing in Europe, wo derzeit die Rechendienstleistungen unseres Systems an Wissenschaftler in insgesamt 24 Ländern angeboten werden. Welche Anwender nutzen unser System? Das ist jetzt mein letzter Abschnitt. Sie sehen, es gibt aus den verschiedensten Wissenschaftsbereichen hier Anwendungen. Das ist jetzt ein Schnappschuss über ein Jahr. Die Statistik sieht jedes Jahr ein bisschen anders aus, aber man kann sagen, etwa ein Drittel sind die klassischen Ingenieuranwendungen. Etwa 50% sind die verschiedensten Bereiche der Physik, von der Astrophysik über Fusionsforschung, Festkörperphysik. Und dann hat man nochmal ein Viertel, wobei dort eben vor allem die Lebenswissenschaften stark im Ansteigen sind. Jetzt komme ich noch zu vier kurzen Anwendungen. Dies ist eine erste Anwendung, die auf dem SuperMOOC kürzlich gerechnet wurde. Und zwar ist das eine Aktivität der Audi AG. Die Audi AG hat den Prozess des virtuellen Erstellens von PKWs. Das bedeutet, der Vorstand entscheidet, wie die einzelnen Komponenten des PKWs aussehen sollen, aber nicht mehr anhand von Modellen, sondern es ist ein rein virtuelles Modell. Dazu müssen extrem wirklichkeitsnahe Darstellungen schnell produziert werden. Das Auto, was Sie da sehen, ist also nicht fotografiert, sondern ist mit der Software Autodesk auf einigen hundert Prozessoren produziert. Und es war jetzt die Frage, ob man die Änderung solcher Modelle eben auch dadurch beschleunigen könnte, dass man die Software jetzt auch auf einige tausend oder gar hunderttausend Prozessoren parallel betreibt. Und das ist also tatsächlich erfolgreich passiert. Eine andere Anwendung, die jetzt mehr aus dem Wissenschaftsbereich kommt, ist das Stratosphären-Observatorium. Das ist eine Einrichtung, die in einer Boeing 747 SP untergebracht ist, wo ein großes Teleskop im Flugzeug in 14 Kilometer Höhe dadurch also die Umwelt ansehen kann, dass man am Flugzeug eine größere Öffnung öffnet, sodass dann also in den Weltraum hinausgeschaut werden kann. Das produziert natürlich enorme Schockwellen im Flugzeug, im Flug. Und es war jetzt die interessante strömungsmechanische Frage, wie man das Flugzeug und die Ränder dieser Öffnung so verändern kann, dass eben diese Schockwellen reduziert werden und das Observatorium vernünftig betrieben werden kann. Uns konnte tatsächlich hier in dem Projekt SOFIA von den Wissenschaftlern aus Stuttgart gezeigt werden, dass man hier durch eine kleine Veränderung am Rumpf des Flugzeugs dieses Teleskop viel besser betreiben kann. Eine andere Anwendung, Kooperation zwischen der TU Berlin und Rolls-Royce, ist die Suche nach Geometrien für Flugzeugturbinen, die deutlich leiser werden. Auch hier wieder ein strömungsmechanisches Problem. Auch hier konnte man mittels Großrechneranwendungen erfolgreich eine neue Lösung suchen. Und schließlich noch eine Anwendung aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Das ist das Geoid, also die physikalische Darstellung des Schwereverhältnisses in der Erde. Das ist durch den Kollegen Gruber an der TU München durchgeführt worden. Diese Ausbuchtungen sollen also die verschiedenen Schwerpunktbereiche, Gravitationsbereiche auf der Erde zeigen. Die sind natürlich ganz wesentlich, zum Beispiel für die Ozeanströme und beeinflussen natürlich insofern zum Beispiel unsere Klimaentwicklung und sind damit eine wichtige Voraussetzung für viele Fragestellungen in der aktuellen Naturwissenschaft. Was passiert mit dem SuperMOOC in nächster Zeit? Wir müssen in 2 Jahren unseren Rechner aufrüsten und werden dann eine
heterogene Rechnerarchitektur verwenden, die auf Many-Core-Prozessoren mit aufbaut, die aber eine Programmierschnittstelle haben, die der x86-Schnittstelle sehr ähnlich ist, sodass wir dann auch dort Anwendungen auf einfache Weise übertragen können. Wir sehen uns die Fragestellungen an, die in dem Jahr 2020 etwa anstehen, zu Exascale-Systemen, untersuchen dort im Projekt DEEP gemeinsam mit Jülich und europäischen Kollegen die Intel PHY-Architektur. Im Mont Blanc-Projekt wird versucht, besonders energieeffizient durch den Einsatz von Prozessoren aus dem mobilen Bereich, also durch ARM-Prozessoren, zu arbeiten. Und es gibt noch die europäische Exascale-Initiative, an der das Leibniz-Rechenzentrum auch beteiligt ist. Es ist aber ganz klar, dass mit den höheren Parallelitätsgraden, die auf den kommenden Systemen angeboten werden, also sehr bald Systeme mit 1 Million Rechenkernen und mehr, es immer notwendiger wird, die Anwendungen so zu beeinflussen, dass die Lösungen skalieren, auch mit dieser großen Prozessorzahl. Und es wird künftig stark darauf ankommen, eben stärker noch in die Anwendungen hineinzugehen und die Lösungen dort zu beeinflussen. Darüber hinaus sind neue Paradigmen des Betriebs von Rechnern zu betrachten, also stärkere Berücksichtigung von Anwendungen mit riesigen Datenmengen, Realzeitanforderungen, zum Beispiel in der Risikoanalyse, integrierte Visualisierung direkt im Sinne eines Steering der Anwendungen und schließlich eben ganz allgemein das Computational Steering. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, am Beispiel des Höchstleistungsrechnens, dass die Informatik wirklich eine Querschnittarbeit ist und eine Querschnittfakultät ist. Ich habe ja, das wurde vorhin von Ihnen erwähnt, Herr Dekan, 9 Jahre als Vizepräsident an der TU gearbeitet, und mit die schönsten Momente waren immer dann, wenn Präsident Herrmann sagt, die Informatik ist die Leitfakultät der Technischen Universität München, im Sinne eben der Strukturfakultät. Ich möchte der Informatik der Universität Karlsruhe oder des KIT wünschen, dass sie in ihrer Zukunft diese Funktion der Leitfakultät des KIT auch wahrnehmen kann. Und es ist schade, dass der Herr Präsident Umbach jetzt nicht mehr da ist, dann hätte man ihm das noch mitgeben können. Die Mutterfakultäten Elektrotechnik, Informationstechnik und Mathematik waren über das rasch wachsende Kind Informatik nicht immer glücklich. Ich erinnere mich an meine Zeit in den Gremien der Entwicklung der Informatik hier in Karlsruhe, denn die Pubertät der Informatik ist ja praktisch explosionsartig gelaufen. Aber auch die Informatik muss vermutlich in der Zukunft akzeptieren, dass dereinst Fakultäten aus der Fakultät für Informatik heraus entstehen. Und ich denke, es gibt solche Entwicklungen, Wirtschaftsinformatik, Robotik, Medieninformatik, Games Engineering, Energieinformatik. An vielen Stellen sind ja längst neue Studiengänge entstanden, und es wird sich die Frage stellen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass daraus genügend Substanz da ist, um neue Fakultäten zu bilden. Und die Informatik sollte dann so gelassen, wie die Physik, der einst auf die Elektrotechnik ihre Tochter geschaut hat, und wie inzwischen die Elektrotechnik an vielen Stellen auf die Informatik schaut. In diesem Sinne wünsche ich der Informatik als der Leitfakultät des KIT eine gute Zukunft. Ad multos annos.